Ich bügel dir noch schnell ein paar Hemden, Schatz, damit du auch gut aussiehst an deinem Ehrentag. Und dann kannst du mit deinen Freunden auch schön über mich herziehen. Platz 9. Wie süß, Schatz, du hast schon wieder daneben gepinkelt. Das muss ich meinen Freundinnen erzählen. Platz 8. Schatz, kein Problem, dass du deine Frühstückssachen nicht weggeräumt hast. Du hast doch heute wirklich Wichtigeres zu tun. Aber meinst du denn, du hast überhaupt Zeit, dass ich dir einen blase, bevor ihr loszieht? Platz 7. Schatz, ich habe dir neue Reifen an deinen Bollerwagen gemacht, damit er auf der Straße nicht so hubbelt. Sonst schäumt doch das Bier so sehr. Platz 6. Schatz, ich leg dir eine Packung Viagra in den Bollerwagen. Weißt du, wie schwer es dir fällt, eine Erektion zu kriegen, wenn du betrunken bist? Platz 5. Ich hab mir gedacht, ich gebe euch noch 40 Liter Bier mehr mit. Das wäre doch zu schade, wenn ihr nicht richtig besoffen würdet. Platz 4. Und noch ein paar Flaschen Wodka und Korn, damit ihr in der Mittagssonne auch schön durcheinander trinken könnt. Dann geht's schneller. Platz 3. Ich hab euch ein paar schwedische Au-pair-Mädchen organisiert, die den Bollerwagen ziehen. Das ist für euch nicht so anstrengend. Und ihr könnt den auch mal in den Arsch packen, wenn euch beim Saufen langweilig wird. Platz 2. Ich gebe dir noch was von meinem Ersparten mit. Du willst doch nachher in der Kneipe bestimmt auf dicke Hose machen und ein paar Lokalrunden schmeißen, oder Schatz? Kenn dich doch. Und auf Platz 1? Ach Schatz, ich habe mich mal erkundigt im Internet. Es gibt hier direkt um die Ecke einen ganz, ganz netten Puff. Ihr seid doch bestimmt geil, wenn ihr nachher besoffen seid. Und ihr will dann schon seine eigene Frau vögeln. Und ich steck dir noch ein paar von Birnen mit ein, nicht dass du Armer dir wieder was einfängst.